Bei Dr. Mohr werden ja die Laserformulare in einem Arbeitsgang von der Papierrolle bis zum fertigen Endprodukt hergestellt, inklusive dem Rundumbeschnitt und der richtigen Laufrichtung, alles in einer Maschine. Wie funktioniert es dann? Das schauen wir uns doch gleich einmal an und gehen mal vor zur Maschine. So, hier haben wir die Papierrolle, die über die Bahnlängenkontrolle genau ausgerichtet wird. Dann geht es in das erste Farbwerk. Überall drucken wir übrigens mit Sonderfarben für die besondere Reinheit und Leuchtkraft der Firmenfarben. Und dann ins zweite Farbwerk, bei Bedarf ins dritte, vierte, fünfte, sechste und so weiter. Und hier erfolgt jetzt der Rauschnitt genau zum DIN A4 Format. Das Papier wird komplett an allen Seiten beschnitten. Der Rundumbeschnitt sorgt für messerscharfe Konturen und später für den idealen Lauf im Laser- oder Tintenstrahldrucker. Zum Schluss kommen dann die Papierstapel abgezählt in die Papierauslage und werden dann gleich verpackt. Schneller und effektiver kann man die Laserformulare gar nicht herstellen, oder?